Help in den, in, also tippe schrägstrich Hilfe in den Chat, um Hilfe zu bekommen. Tolle Sache. wo haben wir denn? Achso, ja, hier. Das hier ist übrigens unsere Welt. Wir sind, also, sind hier gestartet und sind momentan hier. Lioness Watch, eine kleine Stadt, kalt, dunkel und voller Infektionen. Hoffentlich holen wir uns keine Geschlechtskrankheiten hier. Ja, wir haben Enemy at the Gate. Übrigens, schöner Witz hier. Bezug auf Enemy at the Gates, dem Film. We have killed Hillock, talk to Tark Lake for your reward. Wir haben einen Quest gemacht, obwohl wir überhaupt keine Quest angenommen haben. Und wir kommen jetzt hier in diese warme, semi-warme Stadt rein und gucken uns das Ganze hier einmal an. Schöne Sache, es gibt übrigens das Wegpunktsystem hier. Wie man natürlich hier sieht, hier an der Seite gibt es noch die tolle Erklärung, das hier ist momentan eine Stadt. Da sind wir momentan auch, hier sind wir noch nicht gewesen hier, das haben wir schon erkundet. Und dann, wenn dann so ein kleiner Punkt unten in der Mitte von dem Kreis ist, dann ist halt ein inaktiver Wegpunkt. Und wenn man im großen Kreis ist, dann ein aktiver Wegpunkt, Verbindungen, Blockaden, also bis halt. Naja, was ich ganz vergessen habe, ist, es gibt noch das hier. Das ist eine Map, die sieht allerdings nicht unbedingt schön aus über unseren Charakter. Weswegen wir das Ganze erstmal lassen. Wir haben da hinten noch ein Buch. Das bedeutet Letters of Exile. You have transgressed against your God, your fellow man. Aha. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Es ist auch nicht vertont. Ich werde mir das Ganze später eventuell mal durchlesen. Okay, das ist, glaube ich, immer dasselbe. Wie gesagt, wir haben hier übrigens auch unsere tolle Truhe mit 4 Fächern. Man kann sich natürlich weitere Fächer dazu kaufen. Blablabla. Allerdings möchte ich euch damit verschonen. Das ist etwas, was ihr selber rausfinden, also wo ich selber mitfassen könnt, falls ihr überhaupt etwas bezahlen möchtet für dieses Spiel. Das ist natürlich immer nett, die Entwickler zu unterstützen, und ich werde eventuell da auch mal den einen oder anderen Euro fallen lassen. Hier sehen wir übrigens auch andere Spieler. Level 10, Level 87, es geht übrigens bis Level 100, 59, 90. Nett. Gut, wir wollen aber nicht mehr allzu viel Zeit verlieren. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. We exiles have no history. Dominus took it from us the moment his blackguards dumped us in the water out there. Just live or die now. Here, have one of these. And no need to thank me. I'm thinking of myself and the others here. The longer we fighters live, the longer everyone lives. Ja, da spricht die Wahrheit. Und wir bekommen kleine Edelsteine als Belohnung. So, wir haben jetzt hier natürlich verschiedene Sachen. Raises a zombie minion from a corpse, which will follow you and attack enemies. Das hört sich schon sehr, sehr, sehr nett an. Wir können bis zu 3 Zombies beschwören auf einmal. Das ist eine nette Sache. Ein Icy Projectile, Eiszauber, der Gegner einfriert. Fades quickly, reducing damage and freezing chance until it returns out of time and... Okay, ja. 5 bis 8 Kälteschaden, damit kann man Gegner verlangsamen und sowas. Elektroschaden. 1 bis 8 Elektroschaden, 2 Projektile, das heißt... Wie vom Diablo 2 zum Beispiel Kettenblitz von der Zauberin. Denke ich mal. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. So weit bin ich noch nicht gewesen. Ich denke aber mal, dass wir uns die Zombies schnappen. Und die können wir jetzt halt hier irgendwo reintun. Denke ich. Oh, da konnten wir sie reintun. Introduction. Lioness Watch. Wir können hier natürlich reden. Das wird. Die komplette Story wird über diese Textboxen erzählt. À la Diablo 2 Stil.
Was ich persönlich schon richtig geil finde. Quest vervollständigt. Enemy at the Gate. Jawohl. Oh, hier können wir Items verkaufen. Und wir setzen einfach mal was hier rein. Und sehen, wir bekommen dafür ein Rollenfragment. 5 Fragmente bekommen eine Rolle der Weisheit. Das heißt, eine Identifikationsrolle. Das ist schon mal eine schöne Sache. Können wir noch eine zweite? Können wir nicht. Okay. Dann behalten wir den hier erstmal. Währenddessen können wir den Rest schon mal verkaufen. Wir haben hier jetzt bekommen noch Alteration Shard. 20 zusammen bekommen ein Orb of Alteration. Interessant. Shift klicken, um das Ganze natürlich aufzuteilen. Und wir bekommen hier eine Rolle der Weisheit. Moment mal, wenn wir das hier wegtun, bekommen wir das. Ah, okay, der wandelt die automatisch um. Und 7 Stück bekommen wir davon. Das ist ja eine relativ magere Ausbeute. Wenn wir das Ding hier noch dazu packen, bekommen wir noch eine Seite mehr. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Okay, akzeptieren wir das einfach mal. Gut, machen wir mal weiter hier. Lioness Watch, was ist das hier überhaupt? Worum geht's hier eigentlich? Walls of this old ruin. Lioness Watch. Defensible enough with a few stout, well-armed veterans. But what have I got? Starving exiles with driftwood clubs and rusted dirks. Still, there's the waypoint. A piece of locomancy. Couldn't use it till I found another one out in the mudflats under a rower's nest. Step on that one and you're back here in a flash. Though I spill my lunch every time I use the damn thing. Gut zu wissen, dass du dein Frühstück verlierst, wenn du da durchgehst. Wir werden wahrscheinlich nicht so die Probleme mit haben. Ja, und was ist eigentlich mit diesen ertrunkenen Toten? The Eternal Empire has some right nasty leftovers. Whether it's something in the air or in the water, no one stays dead in Raycast. Not the first time. It'll take a little while, but sooner or later corpses wake up and go looking for breakfast. Das ist natürlich böse. Ja, damit haben wir unser Gespräch mit ihm hier beendet und ja, die Zombies scheinen hier jetzt schon zum Alltag geworden zu sein. Niemand scheint sich da jetzt sonderlich brandjung drum zu kümmern. Hier übrigens das Notice Board. Man kann hier seine Freunde sich angucken, von denen ich momentan hier in diesem Spiel noch keine habe. Halleluja. Man kann sich in Gilden zusammenschließen, man kann eine Party erstellen. Description Box above, create private party. Ah, okay. Und hier öffentliche Partys. Kann man natürlich auch machen. Level 88, also hier kann man auch sagen, von welchem Level bis welchem Level man gerne Leute dabei hätte. Ups. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich, bin ich da jetzt drin? Hier bin ich nicht drin. Er hier oder sie hier würde gerne mit anderen zusammen in der Gegend herum geistern. Genauso wie er hier, die alle ungefähr mein Level sind. Hier geht es aber mit Level 90 weiter. 91, 92 haben wir hier sogar, 93 hier. Also 100 scheint auch niemand erreicht zu haben, oder zumindest keiner mit einer Gruppe der 100 erreicht hat. Und wir reden einfach mal mit Beastel. A whitefish, waterlogged witch, washed up in ray glass. That's the first line of the poem I'm writing about you, exile. Nett. Easy go. You could scorch a bloke with a look like that. The name's Bestel, captain of the good ship Merry Gull. At last, my Merry Gull is gone. My crew is gone. But my wits remain after the fashion. Ja, sehr nett, dass wir mit dir reden dürfen. Tarklake, das ist unser Kollege hier drüben. Was sagst du denn über den? Tarklake, rescued from the waves. A stricken bestel, fate slave. From fallen crew and broken bark, bestel lives, thanks to Tarklake. Ich mag die Lache und
Ja, dass die Reimerei da war, nicht schlecht, nur dass die zweite Hälfte seines Namens hat irgendwie nicht so ganz darauf gepasst. Was sagst du denn zu den vertrunkenen Toten oder betrunkenen Toten? Arrow, the Merry Gulls cook, washed up on the rocks over yonder. Dead as a doornail he was, buried in my soul. Then, a few days later, I see him on the beach. A little worse for wear, but upright, shuffling about. A land full of disturbing surprises, this Rayclast. Ja. Gut, wen haben wir denn hier noch, Sir? Nessa, hallo, meine Schöne. I saw you did a hillock out there, witch. Your black heart is the reason you're here in exile. It may also be the only thing that allows you to see another dawn. I'm Nessa. And I suppose I should thank you for ridding us of that putrid giant. Back in Aurith, I judged your kind without hesitation. In Rayclast, I don't have that luxury. No. Lanai's watch isn't much, but it's ours. We could use you here, while you live. But should you wish to venture out, do just one thing for me. Out on the coast, amongst the wrecks, there must be a ship's medicine chest. I have many to care for, and there's only so much I can do with herbs and seawater. Ja, verständlich. Ja, wir haben ein Quest bekommen. Wir sollen eine Medizinkiste finden. Draußen bei den Wracks. Und diese hier würde uns verurteilen, wenn sie noch in ihrer gewohnten Umgebung wäre, da sie allerdings all dessen beraubt ist und keine andere Wahl hat, als uns, ja, unsere dunkle Magie zu lassen, damit sie auch eine Chance hat zu überleben. Na gut. Sehr freundlich ist das nicht unbedingt, aber naja. Was sagst du denn über unseren Tarkley? Tarkley's as good a man as you can find on this godforsaken coast. He has some wrongs to right, no doubt. All they are, I don't really care. If not for him, we'd all be dead. Gut. Und was sagst du zu unserem Poeten? Vestel's ship tore its belly open on the rocks out there, trying to escape from Corsairs. The pirates took what they wanted. The scavengers took the rest. Tarkley pulled Vestel from some hideaway in the wreckage. The only one on board to survive. Whether the ordeal turned his mind, or whether it's just his nature, Vestel sails a different course to the rest of us. Gut. Was verkaufst du denn überhaupt? Oh, guck mal. Mhm. Da sehen wir es auch. Ein Orb of Transmutation. Also ein Edelstein, sowas in der Richtung. Der Transmutation. Oh, zwei Rollen der Weisheit. Oh, das sind auch noch. Das ist auch noch was. Okay, das hier ist ein. Jetzt ist die kleine Kamera im Weg, die ich hier immer noch am Bildschirm habe. Moment. Das ist eine kleine Lebensflasche. Kleine Mana-Flasche. Okay, wir haben hier noch. Ah, hier. Amulett. Vermute ich mal, kommt hier mit rein. Hier haben wir natürlich noch einige Ringe etc. Und wir könnten uns natürlich irgendwie so eine kleine Flasche oder sowas noch kaufen. Allerdings weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob sich das momentan noch lohnt. Wir können natürlich hier sowas natürlich holen. Allerdings... Energy Shield. Okay. Erhöhter physikalischer Schaden. Jetzt mal das Energieschild. Gut. Auf jeden Fall ist es schon mal nett zu wissen, was die alles so. There's an island, a hop, skip and a wade offshore of the terraces. That's where my merry goat ran aground. Watch the locals spit roast the ship's doctor, but his medicine chest might still be there, amongst the splinters and bones. It'd have everything Nessa might need. Dr. Shaky Hands Opton was lousy with a scalpel and even worse with a sword. But he knew his apothecary. Explains the shaky hands, if you ask me. Ja, danke für die Info. Verkaufst du auch noch was? Nein, du verkaufst nichts, aber er hier verkauft noch was. Ah, jetzt kann ich ihn auch für die andere befragen. Was sagst du denn zu unserem Poeten? Vestal's a strange fish. Best taken salted. That hat he wears? Looked it right off the royal captain's head. Captain didn't mind. Generous fellow. Had given the rest of himself to the scavengers already. Also war er gar nicht wirklich der Captain, sondern hat einfach nur den Hut vom Captain genommen und sagt jetzt, dass er der Captain wäre. Ness is the best of us. Not one of Dominus's exiles. A wreck survivor.
She keeps us from losing what's left of our minds. Salem's sweet tongue sang it right. The fairest flowers bloom in the foulest places. Warte, sag mal. Ja, noch. Ah, er hat auch noch was zu Nessa zu sagen. Poor Nessa. Not even a mother herself, and yet she cares for us all. And what a sickly, pathetic brood we are. May she live to have her own family. A real family. If anyone deserves that, Nessa does. Ja, auf jeden Fall. So, Bestel hat uns Informationen darüber gegeben, dass in dem Schiff, was vermutlich hier unten dran ist, die Medizinkiste sein könnte. Gucken wir mal kurz das Inventar an. Wir haben hier immer noch unseren tollen Stab. Den stecken wir mal. Ah, Moment. Den stecken wir mal auf die Seite hier. Still alive, are we? Ja, wir sind immer noch am Leben. Und wir holen uns noch eine von diesen tollen Seiten hier. Die wir einfach mal in unsere Kiste packen, so wie die hier, weil die müssen wir jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit mit rumschleppen. Und die lassen wir einfach mal da oben. Drinne, gut, weiter geht's. Düstere Ecke haben wir hier. Und eine nette Begrüßung war dieses riesige, gigantische Vieh. The very sand shivers with malice. There's a power here that welcomes me.